Hey Leute, wie ihr wisst, geht dieses Wochenende die Formel-1-Saison wieder los. Immer rein. Ich freue mich da schon mega drauf und habe deswegen mit meinem Partner Sky Ticket eine Runde für euch abgefilmt auf meinem Simulator. Und zwar bin ich dort mit meinem 4 Formel 3 auf R-Faktor 2 gefahren. Es geht einfach so ein bisschen darum, euch die Strecke zu zeigen, wo Bodenwellen sind, wie die Curbs sind. Und ja, in der Beschreibung von diesem Video könnt ihr einen Link finden mit einem Mega-Angebot von Sky Ticket, um die gesamte Formel-1-Saison mit dabei zu sein. So, wir fahren jetzt die Start- und Zielgerade vom Bahrain International Circuit entlang. Hier haben wir 5,4 Kilometer, 15 Kurven insgesamt, 3 DRS-Zonen und 3 bis 4 Überholmöglichkeiten. Vor allem die Anbremszone für Teil 1 ist sehr bumpy und im Formel 3 haben wir da circa so vor 100 Meter vom 100-Meter-Schild gebremst. Das ist eine Zweigangkurve, im zweiten Gang fährst du die Kurve. Der Linksknick danach ist nicht easy flat, eigentlich wirklich nur mit neuen Reifen. Vor allem versuchst du davor einen dritten Gang hochzuschalten, damit du ein stabiles Heck hast. Die nächste Bremskurve ist, dass der Bremskurve Punkt circa, wo die Exit Road beginnt, ist im zweiten Gang zu fahren. Vor allem der Entry Speed von der Kurve ist relativ wichtig. Am Ausgang nimmst du den Curb eigentlich nicht mit, weil der relativ bumpy ist auch. Dann haben wir so eine relativ schnelle Passage im vierten Gang, nur einmal versuchen zu bremsen und dann wirklich in einem aufs Gas zu gehen. Dann kommt eine Spitzkerbe, die im zweiten Gang zu fahren ist. Und da hast du oft Traktionsprobleme, vor allem der Exit Curb ist relativ bodenwellig und den versuchst du eigentlich wirklich zu vermeiden. Die Doppellinks, sag ich mal, neigt immer dazu, sag ich mal, das vordere linke Reifen zum Blockieren zu bringen. Vor allem da musst du wirklich mit der Bremse spielen und versuchen, die Vorderreifen nicht zum Blockieren zu bekommen. Im zweiten Gang, dann haben wir eine superschnelle Linkskurve im vierten Gang. Wir kommen da im fünften Gang an, schalten runter in den vierten und versuchen in einem aufs Gas zu gehen, Speed mit in die Kurve zu nehmen. Da kann man echt viel Zeit liegen lassen. Auch in der nächsten Kurve, in der Rechtskurve, die bei uns auf neuen Reifen voll ging, aber wirklich tricky ist und du den Mut brauchst. Dann haben wir da die Rechtskurve, wo sich auch Hamilton bei den Testtagen abgedreht hatte. Ist vor allem auf der Bremse super schwer, blockierst super leicht die Vorderreifen bzw. vorderen rechten Reifen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Kurve, wo der Bremspunkt bei ca. 100 Meter ist. Im dritten Gang und natürlich danach kommt die lange Start- und Zielgerade, wo du wirklich, sag ich mal, einen super Exit brauchst, um einfach den Speed mitzunehmen und auf der Geraden keine Zeit liegen zu lassen. Das war meine schnelle Runde im Bahrain. Wenn ihr live beim Saisonstart und bei der gesamten Formel-1-Saison mit dabei sein wollt, dann schaut jetzt in der Beschreibung dieses Videos vorbei. Dort ist ein Link, welches euch zum Supersport-Jahresticket von Sky Ticket bringt. Einfach anklicken, buchen und schon morgen geht's los mit dem Qualifying im Bahrain.